Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer ersten Runde Altes Survival mit dem Ralfinger. Hallo, hallo. Dem Tautau. Hier sei. Und dem Outsider. Hallo. So, jetzt wird gelootet. Yo, ich back hier durchs Haus. What the fuck? Das ist gut. Dito. Hä? Oh, ja. Was zum? Vorsicht, Leute, passt auf, das Haus ist komisch. Hey, kann ich auch. Nicht das. Bin oben. Im Gang funktioniert's, im Gang funktioniert's. Ja? Ja. Ich geh mal mit V hier rein. Ja. Und lauf ich jetzt? Ja, okay, mit V sind wir wieder normal. Ah, okay, gut. Cornflakes. Ich hier oben eine Vermin. Ja, war scheiße, aber dafür haben wir richtig viel Munition, glaube ich. Hier ist noch ein Rucksack oben. Demontiertes MK30 HMG. Kannst du liegen lassen, das ist ein. Wenn es gleich ist wie in Epoch, dann hat das keinen Slot. Ja, nee, hat keinen Nutzen hier. Ach, schade. Vor allem ist es demontiert. Hier drüben auf dem Gelände ist noch so ein Gebäude. Okay. Wenn ihr diesen Röhren entlang geht, die hochgestellten. Also, ihr seht da mal ein Hexagon, so ein Stückchen, ne? Ich bin tot, okay. Warum? Outsider, du bist in mir reingepackt irgendwie. Bleib kurz stehen, bitte. Ja, krass, Mann. Wie ist das denn passiert? Also, du wolltest gerade rausrennen und ich wollte reinrennen und auf einmal bist du tot umgefallen, ne? Kannst du ihn reviven? Leider nein. Ich habe nichts dabei. Aber ich habe jetzt wenigstens dein Zeug dabei. Okay. Also, bis auf deinen Rucksack. Aber wir haben ja noch einen Rucksack im Auto. Jo. Ich hoffe, du respawnst irgendwo bei uns in der Nähe. Ja, hoffen wir es. Hoffe ich auch. Und die Gebäude hier sind ja echt krass verbuggt mit den Treppen, ey. Hör mir auf. Also, das tut mir jetzt echt leid. Hier liegt eine Rakete. Oh, nice. Weißt du, was ich gefunden habe? Titan-Raketenwerfer. Ja, das ist Titan-Panzerabwehr. Ja, krass, nee. Man hat voll so eine Panzerrakete und Panzerabwehr dabei. Läuft bei uns. Benzinkanister liegt hier auch in mir. Ah, hier findet man richtig viel Loot, oder? Ich habe jetzt noch eine PTW gefunden hier gerade. Soll ich mal das Fahrzeug zu euch bringen, oder? Ja, warum nicht? Und hier liegt noch eine Karte. Hat jemand keine Karte? Wir haben noch zwei Karten im Auto. Okay. Also wenn man dem nachgeht, bin ich jetzt noch weiter weg gespawnt als vorhin. Ja, dann müsstest du leider... Wow. Ist das ein Zombie hier oben? Ja, ich habe auch gerade Schritte gehört. Ich dachte schon, da muss irgendwas sein hier. Ja, ist ein Zombie. Tot? Ja, du bist irgendwo bei Sophia oben gespawnt, wenn ich jetzt richtig sehe. Warte, im Auto gerade? Ja, ich. Okay. Tipptopp. Das wäre crazy gewesen, wenn jetzt auch noch ein Auto hier kommt. Der hätte mal einen Titan-Schuss abbekommen, oder? Ja, Mann. Sehr geil. Wir hätten uns aber erst treffen müssen. Kannst du die nicht... Das ist immer noch verbuggt bei dir unten? Nö. Ich bin durch die Seitentür rein. Also ja, wenn man erst nach oben geht und dann nach unten, dann geht das alles. Ah, du bist schon oben, ja? Okay. Ja. Wenn noch jemand Munition hat, bitte einfach ins Auto packen. Ja, ey, ich habe jetzt zweimal nochmal 100 Schuss von den Stunner-Magazinen und das passt nicht in meine Waffe rein. Aber in meine. Echt? Mhm. Und welche ist denn das mit 100 Schuss, wo das reinpasst? Warte, das ist die MXSW. Ah, okay. Der Wagen? Das ist ja der Taucher hier, ey. Ich? Wo ist der Wagen? Hier, ja, geil. Hier. Fahren wir auch selber holen? Logo. Na, ich pack mal die Rakete und alles da rein. Ja, ich pack die. Aber war das nicht so, dass man mit der Titan anvisieren kann? Ja, kann man. Packst du mir bitte auch die Magazine rein? Ja, mach ich. Guck mal, was wir da alles drin haben schon an Waffen. Das ist ja echt krass, Mann. Mhm. Aber immer noch keine 6,5er Munition, ey. Verdammte Axt. Oh, da ist wieder ein Heli in meiner Nähe. Okay. Ja, da. Wir holen den... Ah, nein, Blödsinn, ist leider nee, Panzer. Nee, ich mach den großen Nee, ich wollte gerade sagen, mit der Titan, aber es ist ja leider Panzerabwehr und nicht Flugabwehr. Ja. Ja. Ich glaube, wir fahren wieder zurück, oder? So sieht es mir so aus. Ja, Outsider ist leider irgendwo Richtung Sophia gespawnt, soweit ich mir jetzt das richtig zuteilen kann. Ja, ich glaube, das ist da irgendwo in der Nähe, weil ein Punkt, den du vorher markiert hast, dann hätte ich mir noch markiert gehabt und der ist 3,8 Kilometer entfernt von mir. Okay. Ja, diese Zäune, wie ich die hasse. Nee, da kann ja aber nicht in Sophia sein. Sophia ist weiter weg als 3,8 Kilometer.
Ja, ich meine ja in Richtung Sophia, einfach von der. Oder Richtung Pyrgos, das kann natürlich auch sein. Pyrgos glaube ich schon eher. Ja, in der Nähe zumindest. Ah, hier wohl eine Straße. So, wo ist es noch in den Zaun da vorne? Recht vor mir, oder? Pyrgos ist 6,6 Kilometer von uns entfernt. Outsider, kannst du dich irgendwo ran orientieren, dass wir wissen, wo du ungefähr bist? Ein Straßenschild irgendwo oder so? Ja, warte, ich versuche mal auf die Straße zu rennen. Ja, super, weil dann können wir nämlich einen Waypoint setzen. Das ist weiß ich hinfahre. Ja, ist aber irgendwo, ich meine, ist irgendwo Richtung Pyrgos, ja? Irgendwo da in der Nähe, ja. Ja, nur hier auf diesem Feld, wo ich gerade umfahre. Ja, Richtung, Richtung Pyrgos. Definitiv. Also fahren wir dann doch dahin, wo wir gerade gar nicht hin wollten. Genau, weiter. Ja, dann würde ich sagen, Tautau, dann schau du doch mal, dass du da irgendwie. Ja, jetzt, wir fahren sogar durch, ne? Ja, ja. Na ja, super, ey. Das ist ja noch gefährlicher. Am besten einfach nur den Highway entlang, oder? Ja. Yep. Und Krabs und ich schießen einfach auf alles, was sich bewegt. Ja. Das erwarte ich auch von euch. Dass ihr mal alles platt macht, was wir sehen. Guck mal, das auch schon seine Fans. Ja, Shih Tzu. Der war übrigens vorhin auch Ballfinger. Huhu, ja, ich hab's gekonnt ignoriert. Ah, okay. Ja, gut. So, wir sind am Highway, wunderbar. Die rechte Gebäude sollten wir wieder. Ach, die gibt's so viel noch zu looten. Also im Auto ist schon echt sehr geil. Mhm. Dritt ist übrigens auch noch gut voll, das Auto. Ich hab zwei Benzinkanister mit. Ja, perfekt. Ich auch, ich hab sogar zwei leere mit. Ich hab da nicht drei Benzinkanister. Ah, guck mal, seht ihr das? Bleibt deine Gruppe bestehen auf Reload? Nein, das ist der Grund, warum unsere Gruppe weg war. Ja. Aber wir haben zum Glück kein Geldproblem. Hier keine Ausdauer. Ach. Ausdauersystem wäre cool, wenn man das mal überarbeiten könnte. Wenn man irgendwie wirklich, ja, wenn man wirklich auch wüsste, was es beeinflusst, weil es ist irgendwie total random. Also, man ist ganz und mal nicht und so, ja. Das ist ein Debug-Modus wie ein Epoch-Werk ein, oder? Ja, dass das Essen zumindest einen Einfluss hat und nicht nur Hunger und Durst stillt. Also Red Bull hat einen Einfluss wie Artist Life-mäßig. Das habe ich gestern eins gefunden gehabt und dann ist gestanden, du kannst 3 Minuten länger rennen. Also okay, das ist so Artist Life-mäßig. Ah, da vorne ist wieder unser Schiff, da vorne ist dieser Checkpoint hier. Ach verdammt. Da bin ich gespawnt vor. Hier sind Schranken, hat der, ne? Ja. Ja. Soll ich durchfahren oder was machen wir? Ne, warte, wenn die zu sind, fahr zur Seite, lass uns lass einen von uns raus und wir schleichen uns an. Ah, die sind zu. Ja, ansteigen ist gut, wenn ich mit dem Auto herreiß. Das habe ich auch schon alles gelootet, was da ist. Okay, ich meine, dass da hier bei uns gestern Leute hier waren, die auf uns geschossen haben. Deswegen mache ich mal keinen Bogen außen rum. Aber Gott, das ist eine riesen Mauer, ich kann da gar nicht außen rum. Ja. Alles klar, Mann. Lass uns hier mal kurz aufsteigen, bitte. Ja. Alter, das wird ja voll die Mission hier, den Outsider zu holen. Ja, und ich habe hier eine Waffe gefunden. Oh, die hatte ich vorhin auch schon. Ja, geh, okay, klar. Ich sag mir Bescheid, wenn ich losfahren soll, okay? Okay. Machen wir einfach nur die Schranken auf oder checken wir die Tür mir auch sicherheitshalber? Wir machen erstmal nur die Schranken auf. Ich laufe aber direkt durch zu den nächsten dann. Jo. Die nächste ist sogar offen. Ah, okay. Und hier liegt sogar ein Rucksack. Wollt ihr noch ein bisschen looten, oder? Nein, eigentlich nicht. Okay, dann würde ich nämlich kurz aussteigen, soll ich kommen? Ja, nee, brauchst du nicht. Kannst schon losfahren. Die Schranken sind alle offen. Ah, das rechts ist die Schranke ist offen.
Sehr cool, wie ihr beide da sitzt, ne? Gefällt mir das Ding hier. Was sagst du? Gefällt mir ganz gut hier, diese Checkpoint. Ja. Könnte man zubauen. Ich kann mich daran erinnern, als du das erste Mal da hingerannt bist, wo du gelaufen bist und nicht durchgekommen bist, weil die Mauer geht auf die ganze Insel. Ja, genau. Das war jetzt. Die gute alte chinesische Mauer, ja. Ja. Und vor allem das, ja, also, noch, und das noch nachts. Hier können wir, glaube ich, auch looten, wie verrückt. Ja, cool, ich habe einen Hut gefunden. Ja, nice, ja. Mann. Nice. Was bei dir? Wow, jetzt Head's gar nicht. Ja. Was, wenn man nicht anvisiert, kann man viel weiter nach rechts schießen. Von hier hinten. Als wenn ich anvisiere. Was jetzt? Ihr seid hier. Ah, und ja. Da hinten ist ein Heli. Der auf euch schießt. Wer schießt auf uns? Der Heli, oh, der Heli. Scheiße. Weiter. Verstecken. Ja, ich verdrück mich im Haus. Aua. Vorsicht, Zaun. Ich laufe raus. Bist tot? Ja. Ja, der kann auch nicht mehr weiterfahren. Nee, ich bin nee, auch. Nee, ich hab's mal abgeschlossen. Ich hab noch ein Ding, ein Repair-Kit dabei. Alter, jetzt verschwindet einfach der Heli oder was? Ernsthaft? Ja, müsste KI gewesen sein, oder nicht? Mhm. Also, könnte sein. Wie gesagt, die KI ist übermächtig. Kann aber das, was die mich da rausgeschossen haben aus dem Heli, leck mich am Arsch, ey. Erstmal dein Zeug einsammeln. KI nur auf Autos oder? Auf alles. Auf alles, geil. Geht das? Kann man okay. Valve denn jetzt looten? Warte, steige mal auf den Fahrersitz. Muss halt aufsperren. Kann ich nicht. Ich habe Sicherheitshalber abgeschlossen jetzt. Ganz ah, raus. Doch. Ja. Da kommt einer an. Achso, das ist ja der Outsider. Ne? Ja, so, liegt seine Leiche jetzt draußen? Ja, ich liege draußen. Jetzt können wir ihn looten. Warte kurz bitte rein. Sau cool. Pack das mal bitte einfach ins Auto rein. Genau. Jo. Das Auto ist jetzt beschädigt? Ja, ne? Wheel haben wir beschädigt. Ja, ich habe aber. Wheel, Engine. Und die Hull ist auch beschädigt. Aber der Fuel Tank zum Glück nicht, sonst würde das Benzin nämlich auslaufen. Ich habe ich hab zum Glück ein Repair Kit dabei. Ich kann respawnen, ja? Ja, kannst du. Wir haben alles. Ja, das wollte ich. Deine Klamotten kannst du noch einpacken. Achso, stimmt. Nackt. Stimmt. So, und wir waren. Da ist auch ein Trader in der Nähe und wir waren. Oh Gott. Nach diesem Grenzpunkt sind wir durchgefahren, wir sind durch. Ja, einfach nur ein Stückchen nach dem Grenzpunkt. Sind ja, wir weiter, ne? Sind wir nicht. Highway, jetzt war Kalitea und dann ungefähr hier. Ne? Okay. Ich bin gespawnt und bin von euch 3 Kilometer entfernt. Es geht. Ja, es ist. Das oh Mann. Ja. Wohin? Ich bin unter dem, also. Südlich vom Militärgebiet gespawnt und werde da mal hinrennen. Ihr schaut mal, dass ihr erstmal klarkommt und ich tue mich hier selber nochmal ausrüsten, okay? Ich schaue erstmal, also Loot, ich bin ja jetzt Kanonenfutter, ist ja völlig egal, ob ich abgeknallt werde. Ja. Mhm. Okay. Ja, krass, der Heli, Mann. Das ging ja, wie lange hat es gedauert? 15 Sekunden? Ja, keine Ahnung, ich habe euch gesehen und sah einfach nur, dass der irgendwelche Sachen auf euch schießt und dachte mir einfach so, scheiße. Ja. Krass. Ah, okay. Hey, man kann Leute rausziehen auch. Cool. Soll ich reparieren? Tote Leute, oder was? Hm? Tote Leute ausziehen, oder was? Ja, nee. Geh mal zum Auto und drück die Windows-Taste. Oder bei dir halt die Aktionstaste 10. Dann kommt so ein Dropper-Menü, das ist richtig cool. Ah, rausziehen. Ich hab ausziehen verstanden. Deshalb dachte ich mir, ja. Ja, tote Leute ausziehen. Ja, logisch, das braucht doch jeder. Ja, solange es noch warm ist, ist ja keine Leichenschändung, ne? Richtig. Aber es war echt krass, Mann. Das ging ja echt fix. Ja. Ralf, check du mal bitte deinen Schlüsselbund, ob du noch den Fahrzeugschlüssel eigentlich hast. Ja. Nice. Aber perfekt. Kein Geld mehr. Aber das habe ich aufgehoben. Super. Also das ist echt cool gemacht. Wenn du stirbst, verlierst du dein komplettes Set-Inventar auf dem Boden und dein Geld. Ja, genial. Das ist natürlich super. Das ist echt super.
Ganz besonders, wenn wir in der Gruppe sind und einer überlegt. Alles klar, ich bin im Lootenkörper. Die Türen sind auch schon alle offen. Besser kann es ja gar nicht sein. Also vom Süden halten wir uns fern. Ja, aber ich wundert's ja, dass der ist zweimal über mich drüber geflogen oder so und hat mich nie angegriffen. Vielleicht hattest du Glück und er hat dich nicht gespottet. Ja, wahrscheinlich. Ja, der Hut schützt halt und so. Ja, der Hut war's. Ich sehe einen Tarnhund. Bitte, lass mich meine Klamotten haben. Yay! Jetzt sieht schon mal stylisch aus wieder. Oh nein, ich habe keine Waffe dabei. Kann ich wieder dieses Set-Zeug nicht nehmen? Set in der Frage. Schon mal wieder. Fängt das wieder an. Ah, jetzt. Welchen ist denn der Ralf? Ich bin direkt da, wo bei manchen Servern die Zentralbank ist von Altes. Ah, bei Tonix. Genau, genau da drin. Habe auch schon Rucksack gefunden. Also hier ist alles gut bei mir. Ich komme gut zurecht. Ich denke, wenn ich hier einmal komplett durchgerannt bin, habe ich wieder volles Equip. Ihr könntet theoretisch auch zum anderen Trader fahren. Der ist ja auf der Inselseite auch einer. Wir sind jetzt bei dir. Das ging ja schnell. Das ging ja fix. Wie viele Eingänge hat das Ding? Nein. Du bist deine. Und ich bin nach links gelaufen. Wenn ihr dann nach rechts laufen wollt, zum Guten. Ich bleib am Eingang. Aussteigen. Da sieht man mal, wie wenig 3 Kilometer sind mit dem Auto, oder? Außer dann nimm dir dann deinen kleinen Rucksack wieder raus aus dem. Ja, klar, ich wollte sowieso gerade noch alles rausnehmen. Warte mal hier, was war denn das? Taktischer Rucksack, glaube ich, oder? Ja. Okay, und die Karte? Das Wichtigste überhaupt, die Karte. Ja, brauche ich nicht zum Überleben, aber auch den Hut. Ich will dieses den Survival-Hut. Ja, Survival Hut. Ich hab wieder so ein Set-Inventar-Ding hier. Aber ich krieg das nicht aufgehoben. So ein Draht, ja, ohne Waffe ist das echt schwer, ja. Ja. Oh, Zombie. Warte, ich schieß. Bei mir auch. Oh, okay. Den meinst du? Ja, genau, den meine ich. Warte, der hat sicher. Ja. Wenn du schnell genug bist, ja. Hier gibt es wirklich nur einen Eingang? Ja. Warte, zwei. Auf der anderen Seite kommt man auch rein. Nordost? Achso, stimmt. Ach, Idiot, natürlich. Das andere Base. Scheiße. Du wolltest eine Claymore legen, oder was? Nein, aber ich hab dann... Es gibt 1, 2, 3 Eingänge. Oh, nice. Ja. Eigentlich dachte ich, dass ich den Eingang halt im Blick hab, dass hier niemand reinkommen kann. Aber dem war nicht so. Patrouille fahren. Okay. Weiß mal das Auto woanders hin. Dann ist das hier nämlich auch nicht sicher. Wollen wir, sonst stellen wir in einen der Domes rein, oder? Wo auch machen. Obwohl. Weiß nicht. Ich komm jetzt zum Auto und hol mir mal kurz meine Negative wieder. Weil ohne Waffe das Zeug hier zu sammeln ist echt ätzend. Also ich kann sagen, trinken hilft für die Stamina. Okay. Also ich war jetzt gerade komplett aus, habe eine Feldflasche getrunken und das hat jetzt, habe jetzt wieder Stamina. Jo, gehst du bitte auf? Karte gefunden. Hey, der Tresortür geht nicht auf. Was bitte? Hier ist der Altis Live Tresor. Achso. Achso? Ja. Okay. So eine Brechstange. Ich habe 2 Sprengladungen, mal schauen, ob wir die benutzen können. Du kannst diese Funktion hier nicht benutzen, schade. Pass bloß auf, dass du nicht selbst wegsprengst. Ja. So viel Loot ist hier aber nicht, da muss ich sagen, haben wir in diesen Kasernengebäuden. Ich habe hier fast gar nichts gefunden bis jetzt. Ja.
Also das ist nicht der Hotspot. Nee. So. Du hast das Auto in die Mitte gefahren, Krabs? So halb, ja. Das Auto ist bei mir. Direkt bei meinem Punkt. Aber hier war schon jemand. Ja. Ja. Bist du außerhalb ein bisschen von diesen Dingern oder ziemlich zentral? Nee, ich bin... Du warst vorhin links, glaube ich, als wir gekommen sind. Das Auto steht rechts. Ah, du. Das... Ah, ich sehe es. Wunderbar. Gut, Leute. Hier ist nicht so der Hit, aber schön, dass wir uns wieder getroffen haben. Das ging jetzt wirklich fix, obwohl ich direkt abgeknallt wurde. Nächste Runde fahren wir wieder ein bisschen weiter und gucken, ob wir vielleicht ein zweites Fahrzeug finden oder einen anderen Trader mal besuchen. Und dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Wenn ihr Spaß hattet, lasst uns doch bitte in den Kommentaren wissen. Ansonsten schönen Tag euch noch und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.